willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land auf Feld 109. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es nimmt kein Ende. Die Felder sind irgendwie, oder der Traktor zu langsam, keine Ahnung. Auf jeden Fall dauert es eine halbe Ewigkeit. Aber gut, Ding will ja Weile haben, ne? Das halbe Feld habe ich auch schon durch, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht sollten wir uns auch mal eine größere Sämaschine anschaffen, aber ich weiß noch nicht. Müssen wir mal gerade reingucken, was da für ein Restwert angegeben wird. Ah. Folge war Runa, hallo? Hallo? Ja, was ist los? Sag mal, hast du ein MAN-TGI bestellt? Ja, kann sein. In John Deere grün oder was das ist? Ja. Kannst du mir den mal ausborgen? Wie kommst du dazu? Ich hab mir neue Absperrung bestellt. Da ja, steht hier am Händler rum. Ach so. Ja, kannst du dir ausborgen, aber machen bloß nicht kaputt, ey. Bist nee, der nee. Erste, der da drin sitzt. Das glaub ich nicht. Warum? Nur so, alles gut. Gut, tschüssi. Hey. Danke. Tschüss. Soll er nicht der Erste? Machen die denn beim Händler, ey? Oder ist der? Hat er mir den gebraucht verkauft? Oh mein Gott. Also, ich muss dann gleich auch mal einen Hof und ein neues Saatgut reinfüllen. Also hier das kleine Stückchen bergauf, da hatte der Johnny schon so seine kleine Mühe. Und dann fährt er wenigstens wieder 10 plus. Volker Wauna, hallo? Stefan Müller hier. Ah, jetzt. Servus Müller. Und wie läuft's auf dem Biohof? Ja, den ersten Tag wird er da und schon wird er einiges am tun. Ja, das ist ja gut so, ne? Sonst geht's ja nicht voran. Gut, du hast vorhin beim Diesel im Hintergrund irgendwas gesagt wegen Tierchen. Ja, ich hätte 15 braune Schafe. Okay. Ich abgeben würde, weil ich würde gerne nur noch auf eine Wolleart gehen. Ja, das macht Sinn im Sinne vom Stammbaum und so. Da. Ja, ich habe nämlich braune Wolle teilweise und weiße. Ja klar, das ist doof. Okay. 15 hätte es auf jeden Fall zum Abgeben. Ja. Das ist schon mal gut, aber ich muss dir auch sagen, im Moment besitze ich die Metzgerei noch gar nicht. Das heißt, im Moment hätte ich noch, oder habe ich noch gar keinen Bedarf. Also es dauert noch ein bisschen. Ja, bloß dann können sie sich das schon mal merken, dass ich für sie dann Schafe hätte. Ja, aber wir waren schon per Du. Ja, nehmt, dass sie dann schon mal weiß, dass ich für die Schafe hätte. Jo, hast du auch einen Viehtransporter? Leider nein. Okay, wie sind die dann zu dir gekommen? Die waren schon da. Ich habe doch den Hof einfach übernommen.
Ach so. Okay. Von dem anderen. Ja, müsste ich mal gucken. Vielleicht hat es LU ein oder so. Oder der Diesel ja, oder so. Ich muss mal im Katalog gucken, ob ich vielleicht gerade einen Preis günstigen gerade bekomme. Also gebraucht oder vielleicht auch sogar gemietet ein. Ja, wie gesagt, das hat ja noch eine Woche Zeit oder so. Ist mal. Ja. Müssen jetzt, ich denke, wir werden die Woche den Kaufvertrag unterschreiben. Und dann. Ist ja fertig. Und dann nächste Woche, wenn du die liefern kannst, das wird reichen. Okay. Gut. Ich melde mich dann nochmal. Ja. Danke dir erstmal fürs Angebot. Ja. Warte mal. Ja. Was ist denn der Preis von den Dingern überhaupt? Nicht, dass ich die Katze im Sack kaufe. Oh, pff, da fragst du gerade den richtigen. Ich will. Machen wir einfach die Geschichte rund. Scheiß Tempomat, ey. 17.000. Für 5. Was waren es? Wie viel waren es? 15. 15. Okay. Hab das mal im Kopf, ich melde mich dann. Jo. Gut. Wenn ich. Wenn es irgendwie teuer ist, dann können wir auch noch irgendwie. Am Preis irgendwie kalkulieren. Verhandlungsbasis ist noch da, also okay. Handeln können sie immer noch. Gut, dann gucken wir. Danke dir erstmal. Ja. Tschüss. Ja. Das ist schon mal gut. 15 Schafe. Dann kann man was anstellen. Service, das Gespann hier. Hallo? Jo, Jürgen, ich bin's. Ja? Hi. Du hast du die nächsten Tage dann mal Zeit? Ich bin gerade am Ansehen und mein Johnny und Sämaschine bräuchten dann einen Service. Ja. Ja, wird wahrscheinlich Samstag oder so. Aber nur, dass du schon weißt. Jo. Gut, dann bringe ich dir das, wenn es soweit ist, einfach vorbei. Jo, kurz vorher einfach nur mal anbimmeln und gut ist. Oh, Mist. Okay. Jo, mach ich. Gut, danke. Okay. Tschüss. Tschüssi. Haben wir hier schon Unkraut drauf, ey. Hat ja auch keiner mit gerechnet.
Muss man ein bisschen den Markt im Auge behalten. 590 und 512 für Sojabohnen. Ich glaube, die Pacht für die zwei Felder waren so 55.000. Von dem her würde es sich auf jeden Fall lohnen, wenn ich auch jetzt dann schon zu dem Preis die Gerste verkaufe. Weil dann machen wir, ja, kommen wir, haben wir die Pacht ungefähr schon drin. Und können dann mit der nächsten Aussaat den Gewinn einfahren. Das wäre ziemlich gut. Vor allem, wenn wir da Dinkel drauf haben, wenn wir da auch 100.000 Dinkel runterkriegen. Dinkel hat einen Preis von 800, 900, manchmal 1000. Dann haben wir da wirklich guten Verdienst gemacht. Ich bin am Überlegen, ob ich dem Franz dann sage, dass er das letzte Feld ansehen soll. Mache ich das da drüben noch? Und dann kann ich mich vielleicht mit dem Jürgen schon treffen oder so wegen der Metzgerei, damit es Hand und Fuß hat. Dinkel braucht natürlich ein bisschen mehr Saatgut. Also von dem her hast du da auch einen größeren Aufwand. Aber es rechnet sich am Ende trotz allem. Das Feld ist ein bisschen länger wie das andere, ne? Aber ich glaube nicht ganz so breit. Noch sogar breiter. Kommt sogar mehr runter dann bei dem Feld. Brauchen wir aber auch ein bisschen länger zum Ansehen. Ist auch ein Nachteil. Deshalb bin ich ja fast am Überlegen, ob wir gucken, ob wir uns vielleicht eine größere Sämaschine holen. Und dafür brauchen wir 215.000, glaube ich. Dafür können wir auch fast dann nochmal ein drittes Feld kaufen. Ein zweites Feld kaufen, so rum. Gut. Aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein, 16 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.